Und willkommen bei Kilos magische Welt. Heute an Tag Nummer 10. Hiha! Ja, ich gehe einmal hier zurück und... Nein, Emma, du kannst da dich nicht hinsetzen. Und wollte, dass ich auf meinen Platz sitze. Ich habe hier... Oh. Ein bisschen Muscheln. Ja, öffnen wir doch mal das 10. Türchen. Ja, dann gehen wir weg. Oh, Entschuldigung. Oh, Henrich. Ah, ja. Ja. Sehr eindeutig. Achso, wir haben es noch gar nicht in die Kamera gehalten. Okay. Das tun wir doch mal sehen. Oh, es blendet ganz schön. Ein bisschen. Genau, mit diesem richtig schönen Geschenkpapier. Ich fand das so schön. Sehr schön bunt und... Oh. Hast du mir... Genau, diesmal ist das was gewollt. Das hat er sich nämlich schon mal gekauft und sich total darüber gefreut und gesagt, dass das total lecker ist. Und es ist vegan. Und alkoholfrei. Ja, genau. Das ist von Bäckers Bestes und natürlich für mich, mein natürlich für mich, heißer Winterapfel. Und zwar ist eine Art Punsch. Genau, es ist so ein heißer Winterapfel. Das ist 99,9% Direktsaft mit Zimt und Nelken. Also ist sowas wie ein Winterpunsch. Wir achten immer darauf, dass wir nicht diese Sachen, Apfelkonzentrat und diese ganzen, alles was halt aus Nektar oder Konzentrat hergestellt ist, sondern immer direkt Saft holen, weil da der Zuckeranteil viel, viel geringer ist. Weil die anderen Säfte oft noch mit Zucker noch zusätzlich konzentriert werden. Genau, hier ist auch Apfelsaft, Orangensaft, Acerola-Mark, Zimt, Nelken drin und das war's. Hört sich auf jeden Fall sehr lecker an und da wir den auch schon hatten, also ich hatte ihn auch probiert, ich fand ihn auch ganz lecker, dachte ich, freut sich der Wolf darüber. Ja. Stellen wir da unten hin. Den kann man auch, also den kann man heiß trinken. Ich habe den auch so schon kalt getrunken, schmeckt ja auch wunderbar. Natürlich kalt. Ist ja vom Aroma her noch mal ein bisschen warm, wenn er erwärmt wird, ist er vom Aroma her noch mal ein bisschen intensiver, sagen wir mal. Ja, und dann ist jetzt der Only? Nee, den mache ich jetzt zum Schluss, weil sonst schmilzt er viel. Deswegen mache ich heute den ersten Tee-Adventskalender. Riecht der so gut! Im Hals drin geraten. Und zwar, heute ist das Licht so gut. Ist das hier die Nummer 10. Der ist lila und mit Sternen drauf und heißt Zen Balance. Ja, der riecht auch Zen? Gut. Zen? Ja, mit Z. Zen, wie der Zen? Ja, wie der Zen? Eine wohlschmeckende, ausgewogene Kräutertee-Mischung mit Zitronengras und minziger Frische aus Eukalyptus für einen Wohlfühlmoment der inneren Ruhe. Das hört sich richtig toll an. Zutaten: Zitronengras, Brennnessel, Eukalyptusblätter, Hagebutte, Ginkgo Biloba-Blätter und das war's. Ja, also ich finde, der hört sich richtig lecker an und den würde ich gerne trinken. Ja, kannst du gerne machen. Ginkgo-Blätter, der war auch in dem einen Tee, den du mir letztes Mal gemacht hast. Ja. In den Leinbeutel, in den Stoffbeutel, weißt du, was ich meine? Den Tee, weiß nicht, Kräutertee war das. Da sind auch Ginkgo-Blätter drin. Ginkgo-Blätter sollen sehr gesund sein. Aber der riecht echt gut. Also, ja. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Ja, wenn da Eukalyptus drin ist, ist das auch schön. So lecker. Apropos Tee, und zwar habe ich heute den von gestern, den Orange and Lemon Tea. Drin. Falls diejenigen, die sich den noch das Video von gestern nicht angeschaut haben, den hatte ich gestern drin. Der war so mit Zitronengras und Orangenschale und sowas.
Ja, der riecht auch gut. Den wollte ich probieren. Ich denke, der hat jetzt auch lange genug gezogen. Ich würde den mal ein bisschen drücken. Ja, ich wollte den jetzt rausmachen. Darf ich den selber und bevor du mir alles. Ja, bevor du mir hier alles voll kleckerst. Alles unter Kontrolle. Ja, weißt du. Oh, professionell. Ja. Professionelle Chicken, wie nennt man die? Gescher. Nein. Kannst du mir einmal das Papier da geben? Dann ich mach's noch fertig. Nee. Doch, das mache ich mal ganz klein und dann, wenn die schläft und aufmacht, dann mach ich das so um. Okay. So. Hast du die Schere reingeklebt? Ja. So. Also riechen tut der auf jeden Fall richtig gut. Den mag ich auch nur. Ja, wahrscheinlich hat sie hier da gerade. Ja. Das wird geschlägt gemacht. Nicht dein Tee? Nein, nicht dein Tee? Also, ich finde ihn auch wieder sehr gut. Also, wenn man jetzt keine Zeit hat, irgendwie Orangen und Zitronen auszupressen. Und mal was einfach für zwischendurch braucht, so was Orangiges, Zitroniges, finde ich das eine gute Alternative wieder. Hm? Ist lecker, möchtest du auch probieren? Ja, sehr lecker. Also ich bin wirklich begeistert von dieser Teepackung, also ich ärgere mich schon fast, dass ich nur einen Tee-Adventskalender mitgenommen habe. Ist das dein Adventskalender? Ja? Heute wieder so mit Tannenbäumen. Ist der Adventskalender von der Emma. Ja, guck mal, der klingelt ja nicht. Ja, ich weiß nicht, ob man das im Video hört, aber dieses Gedudel, dieses Gedudel. Das ist immer so, ja, der sammelt so Altmetall und sowas ein, was man so rausstellen kann. So. Ja, musst du rausholen. Ja, wollte ich doch machen. Oh, sind das deine Leckerchen? Einmal hier. Spinat-Gnocchis sind das wieder. Verrat das doch nicht. Ich will das doch nicht. Und dann einmal ich wusste nicht, dass das ein Standsgeheimnis ist. Nein! Ja? Knack, knack, knack. Es scheint die Leckerlis echt gut ausgesucht zu haben, weil die Leckerlis, die sie bisher hatte, hat sie alle ziemlich gerne gegessen und es freut mich, dass sie die machen. Ja, dann haben wir hier auch nur noch einen. Und zwar den Flamingo, den Vollmilchkalender. Hier, ne? Fein! Und da ist heute so ein Stiefel drin. Schokolade schon wieder so halb geschmolzen. Irgendwas bin ich ja so generisch heute. Ich weiß nicht. Ja, dann haben wir auch schon wieder alles, ne? Mhm. Ja. Heute ein sehr kurzes Video. Was ist denn dein Wort zu heute noch? Nee, überhaupt nicht. Nein. Also ich freue mich total über diesen Tee. Ich finde, der riecht unglaublich gut. Da freue ich mich schon drauf. Und ich denke, du freust dich total über den Tee. Ja, auf jeden Fall. Das ist schön. Halt gut ausgesucht. Nicht der Saft, meinst du? Ja. Und wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann hinterlasst einen Like oder vielleicht auch einen Kommentar oder sogar ein Abo. Dann, ich muss das die Emma hier wegtun. Einen schönen Tag euch. Ja, einen schönen Tag und
einen guten Start in die Woche. Tschüss!